Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. Ja, in der letzten Folge habe ich den Fall nicht ganz lösen können, beziehungsweise hat uns mehr neue Fragen aufgeworfen, den uns ein, ich sag jetzt mal Agent oder ein Überbringer von Mycroft gegeben hat. Was ich jetzt allerdings noch entdeckt hatte, nachdem ich schon ausgeschaltet hatte, wir hatten eine Nachricht gefunden. Nachricht von M. S. Sie finden mich in Zimmer 227. M. Können wir jetzt so natürlich nicht allzu viel mit anfangen. Instruktionen des Agenten. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ach nee, Moment, das ist das, was... Nee, das ist nicht das, was angepinnt ist. Übergeben Sie dann dem Agenten, der auf dem Platz vor dem Rathaus wartet. Der Mann fürchtet sich vor Feuer. Sie werden es an seinem Gesicht sehen. Das habe ich jetzt gerade irgendwo anders jetzt auch nochmal gelesen mit dem, der vor dem Rathaus wartet. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo es war. Keine Ahnung. Ich mache auf jeden Fall das Ding jetzt mal dran. Das Rathaus ist hier, weil aufgrund dessen bin ich nämlich nach hier gereist. Find eight and come back for more. Nein. Schauen wir mal. Und zwar diesmal dehydriert wohl besonnen. Diesmal ein wenig aufmerksamer, so dass ich auch lese, was ich sehe. Kann natürlich auch ein Mann sein. Können wir hier vielleicht mal... Die anderen darf ich nicht anvisieren. Aufgeschlossen, dehydriert. Wo sind die alle dehydriert hier? Mehrere Selbstmordversuche. Okay. Britischer Schreibtischarbeiter. Verbrennungen aus der Kindheit. Ah. Ah, lass mich raus. Nein, so nicht. Lass mich hier raus. Help me, please. My dear fellow, you're talking to the right man. Eine erquickende Sackgasse. Die Dokumente sind nicht auffindbar. Der Einbrecher ist tot und ich habe nur die Nachricht eines gewissen M. Vielleicht hatte John recht und der Zusammenstoß der Agentin mit der Rischka war tatsächlich kein Unfall, sondern wurde vor langer Hand geplant. Falls dem wirklich so ist, hat uns der ominöse Strippenzieher im Hintergrund ganz schön an der Nase herumgeführt. Trotz der festgefahrenen Situation fühle ich mich erquickt. Dort draußen ist jemand, der mir ebenbürtig ist und mit Freuden nehme ich die Herausforderung an. Alas, that's a terrible blow for the office. I'd better pass on your report immediately. Thank you for your service. The accident doesn't look so accidental anymore, does it? I think you might be right, John. I feel like someone is leading us by the nose. First time I've encountered such a devious mind. I suspect not the last. Ja, und damit haben wir dann den Fall auch abgeschlossen. Ja, das hätten wir dann doch alles noch in ein Video zusammenschneiden können. Haben wir jetzt allerdings nicht gemacht. Das war jetzt natürlich etwas doof. Ärgere ich mich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen drüber. Aber ich habe auch ein bisschen zeitlichen Stress gehabt. Und habe jetzt auch nur noch knapp eine Stunde Zeit. Also ich hoffe, dass wir das jetzt alles so weit hinkriegen. Liebesgrüße aus Cordona. Das war jetzt das... Nee, das... Was war denn das gerade? Microsofts Agent wurde erpresst, oben im Brückenturm. Ach, das habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich hatte nur noch das hier auf dem Schirm. Das hatten wir in der letzten Folge, war es, glaube ich, bekommen. Ich würde allerdings sehr, sehr gerne mit der Frau hier weitermachen. Frau mit Stammesnamen. Da hatte ich mir irgendwas zu aufgeschrieben, wo ich weitermachen wollte. Und die Notizen werde ich mir jetzt erstmal kurz durchlesen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich hatte mir aufgeschrieben, dass wir... Beasts! Was? Wieso Bestien? Kann man mit dir reden? Hallo? Anscheinend nicht. Okay. Flüchtlingslager. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ich hatte mir aufgeschrieben, dass wir
zur Bazaar Road hier oben hin sollten. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung gehabt, wohin genau. Aber wir haben ein Flüchtlingslager entdeckt. Vielleicht, ich hoffe, die habe ich doch eben noch. Ja, wieso ist das nicht mehr angeheftet? Ich hoffe, dass die uns hier endlich mal weiterhelfen können. Was mit dir? Was bist du für einer? Sir, this place is off limits to the public. Please state your business or leave. Or I shall request that the police escort you out. Ich bin vom Rathaus, genau. My name is Sherlock Holmes. I'm a private investigator. I'm looking for a witness for a case. A private investigator? Really? Even so, you're not authorized. I can't let you in. And you are? I'm Ronald Harlow. Here to handle the refugee situation on behalf of City Hall. I'm the acting supervisor here, so I have full authority here to ask you to leave, or I shall order the police to detain you for trying to pass the blockade. Please, step back. Okay, dann beobachten wir den mal. Versucht älter auszusehen. Ja, ich weiß auch nicht, was Männer mal mit Bärten haben. Arbeitet im geschlossenen Raum. Ja, das ist wahrscheinlich normal für so einen Inspektor. Versucht autoritär zu wirken. Kleiner Tipp, das funktioniert nicht mit einer Krawatte. Da ist doch was. Schwitzt und ist angespannt. Ja. Arbeitet meist im Sitzen. Übrigens, diese komischen kleinen Sternchen. Die ich hier neuerdings immer wieder sehe. Ich weiß nicht, ob die von Anfang an drin gewesen sind. Also ich meine mich, dass ich mich nicht daran erinnern kann, dass die von Anfang an drin waren. So. Ronald Harlow ist ein frustrierter junger Beamter, der die Nase voll von seiner Arbeit hat. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Er hat im Auftrag der Stadtverwaltung die Aufsicht über das Flüchtlingslager erhalten. Moment, so einen Typen hatten wir doch schon mal, ne? Der frustriert war. Doch er ist zu erschöpft und zu desinteressiert, um die herrschenden Probleme lösen zu können. Könnte hinkommen. Er trägt einen flaumigen Schnurrbart und so weiter. Den älter wirken lassen soll seine blasse Haut, dunkle Augenringe vermuten, dass er viel in einem dunklen Büro arbeitet. Seine sauberen und kaum zerschlissenen Schuhe stützen diese Vermutungen. Er scheint viel im Sitzen zu arbeiten und sich wenig draußen zu bewegen. Allerdings wirkt er von der Arbeit im Freien auch nicht sonderlich angetan. Unter Stress angesichts des aktuellen Wetters auf Cordona hätte er vielleicht leichtere Kleidung tragen sollen. Erschöpfter Bürohengst. Tut sein Bestes, um das Ganze unter Kontrolle zu halten. Er ist nicht allzu glücklich über die große Verantwortung, hält sich jedoch streng an die Vorschriften, erledigt alle Aufgaben, die ihm übertragen wurden. Allerdings scheinen ihm die Erfahrung zu fehlen, um mit Problemen fertig zu werden, die sich außerhalb seines Büros abspielen. Versucht der Ältere auszusehen. Blasse Haut und dunkle Augenringe deuten darauf hin, dass sein Büro nur schwach beleuchtet ist. Zudem verlässt er es selten, was man an den Schuhen erkennt. Mit seiner Kleidung will er respekteinflößend aussehen, doch angesichts des Wetters auf Cordona wirkt das unpassend. Ich würde eher sagen, erschöpfter Bürohengst, oder? Der sein Bestes gibt, um alles unter Kontrolle zu halten. Ich meine, der Rest ist ja relativ gleich mit den Augenringen und so weiter. Er ist nicht so glücklich über die große Verantwortung, hält sich streng nach Vorschrift. Ich würde sagen, unerfahrener Bürokrat. Also der kam ja schon so rüber, als ob er auf die Vorschriften pocht und alles. Keine Ahnung. Ist
ist nicht allzu glücklich über die Verantwortung. Hat sich streng an die Vorschriften. Ja, wir nehmen das mal. What about the murder that this crowd keeps shouting about? It's mere assumption. I assure you that the situation is under the police's control. I know you want to deal with this in the right way. You are obviously a professional and a responsible person, but you clearly have never handled a situation like this before. I am handling it, Mr. Holmes. Don't question my capability here. And tell me how you do it. You can't even calm this gathered crowd, and as for the police, they're not quite managing it either, are they? You consider yourself a problem solver, but until today, you've been solving problems sitting at your desk in a dark corner of a city hall room. Here, you need a more practical approach. What are you driving at, Mr. Holmes? Ich muss meine Zeugin finden. Ja, das auch. I can help you to handle the situation if you're truly interested in solving things quickly and quietly. And how exactly would you manage that? Simply tell the police that I'm with City Hall and I'm permitted to investigate the scene. I'll work out the rest, but in return, I need your help finding my witness. She's a young refugee. She's with child or was with child recently. Look, there is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her, and I can't do anything about that until the situation settles down. So it's in our mutual interest to settle it. Oh. I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Holmes. I'll tell the police to allow you to come inside. Just tell me when you're ready. Okay. Ihre Arbeit für das, ich will jetzt ins Lager. Woher kommen die Flüchtlinge? Mr. Harlow, how did the refugees end up here exactly? Oh, so you're not from around here yourself? I've been away for some time, but I read the papers. Yes, this whole story has been in the papers for almost a year now. They were smuggled to Cordona on a ship from Africa. Smuggled? Then why didn't you deport them? The smugglers managed to sneak them to shore and hide them inside an abandoned warehouse. When the police raided the warehouse and found the refugees there, the ship was already gone. We aren't even certain as to which ship it was. We have busy shipping routes with other colonies these days, you see. So you decided to lock them up under a bridge? There was no other option. We're still trying to work out what to do with them. I only hope we'll find a humane solution and not put them on a raft and float them out to sea. Mr. Harlow, what exactly do you do here? What are your responsibilities? What I do and what I am responsible for are two different realities, Mr. Holmes. On paper, I am in charge of the camp territory, security, provision, and the refugees in general. What I actually do most of the time is knock on every city hall door trying to obtain some funding, or at least rations for the camp. The police here on City Hall's behalf too? They are, minus those who came here after the body was found. The governor won't let the refugees disperse into the island, so there's a significant police presence guarding the camp. Naturally, they answer directly to the police. I have some influence here, but I'm not their direct authority. I'm ready to take a look at the scene. All right. Go inside the camp and find Inspector Tewkesbury. He's the officer investigating the scene. Tell him I sent you. Say you're an independent expert from City Hall. He'll fill in the details for you. I'll find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. Beasts! Okay. So they keep these refugees under a bridge like proverbial trolls. No wonder the people outside are so disturbed. Ja, die Frage ist jetzt, habe ich hier noch irgendwas Neues bekommen? Profil von ihm. Tatort im Flüchtlingslager, genau, das meine ich nämlich. Oder besser gesagt, so etwas meine ich. Warum läuft er jetzt hier wieder nicht? Who the hell are you? How did you get in here? Mr. Ronald Harlow, let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewkesbury, I presume? A surveyor? What does that even mean? In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state property. Got it. Another paperworm sent to count money and get food for archive mould. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee.
When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity? He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's been questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Do you have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp, and my superiors say we must thoroughly interrogate the refugees. At least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. Okay. Dann. Here we go again. Number of hours on Cordona before stumbling upon another dead body. Zero. War doch grad was. So, Blut. Someone bled profusely here. Was haben wir denn hier noch? A fresh crack, as if the crate was hit recently. Okay. Das war die 3. Und hier ist die 4. A furrow in the ground. A blood trail leading to or from the canal. Clearly a left handprint here. Okay, 3, 4 und 9 haben wir. Was haben wir hier noch? 8. Police boots. Always happy to trample evidence. A man's footprint. A heavy boot with a worn-out sole. Ich würde das gerne so nach der Reihenfolge hier ein bisschen machen, aber irgendwie ist hier überall alles verstreut. Ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich hier einen Bogen. Hier ist auch noch was. Oh, carnelian agate beads, a traditional African adornment. Aber der Typ da hinten lebt noch, oder? Das sieht aus, als ob der... Ja, der bewegt auf jeden Fall noch einen Fuß. Das ist also nicht die Leiche. Okay. The blood sprayed off the blade after the strike. Da wieder die andere Sicht hier. Scheint ja. It might have been used as an improvised weapon. Habe ich jetzt hier alle von? Hat man nämlich nicht angezeigt. Nee, eins von zwei. War doch gerade noch was. Ah!
It might have been used as an improvised weapon. The blood sprayed off the blade after the strike. Sure. Soll ich denn hier noch mehr rausfinden? Das hatten wir ja gerade schon. Nein. Okay. Jetzt wissen wir zwar immer noch nichts, aber okay. So, das ist das. Manchmal denke ich auch, es ist so ein bisschen buggy irgendwie. Someone was dragged against their will. The refugees have been detained and will not leave until all the circumstances are clarified. Back off. Back off. Kann's mich mal. Okay, also ich denke mal, da kommen wir dann wahrscheinlich hin, wenn wir so weit durch sind hier mit dem Fall. The cut is deep, potentially serious if not treated immediately. Ist natürlich geil, dass der immer noch da liegt. He is in shock, feverish and dehydrated. Sherry, you know first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death. Ja. Kann ich das? Ist das jetzt eine Herausforderung von ihm? Leiche, verletzter Flüchtling. Etwas zum Säubern, zum Desinfizieren und zum Verbinden. Ja. Na gut, der spricht nicht mit mir, denke ich mal. Kann der mir vielleicht helfen? Can you satisfy my curiosity? A solid question, sir, but I don't have the answer. Was ist da? Was zum Verbinden eventuell? Just washed. Better than nothing to bandage the wound. Die Frage ist jetzt nur, kann ich es jetzt nehmen? Ah, okay, so. Okay, Nein. Das ist. Also da ist nichts, was ich nehmen kann. Das ist wieder was Neues. Malpal, soaked with salt water. 1,000 pounds. A fair sum, especially considering British currency isn't very common in Cordona. A simple leather sheath. Perfect for a dirk. Ja, ihr werdet mir wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen. Can you satisfy my curiosity? A solid question, sir, but I don't have the answer. Moment, da ist noch was. Sternsee. I'm afraid these leaves can only be added to tea. Also nicht für uns. Okay. Oh je, was haben wir hier alles? A steel dirk. Sharp. A common accessory among sailors and soldiers. Coal dust under the nails. I don't see much coal around here. I'd say the blade penetrated upward, however, the wound is too messy to be certain. An interesting tattoo. Does it mean something? Tattoos bedeuten immer etwas. Da komme ich nicht hin.
Heavy boots, with one sole far more worn than the other. This man was limping, John. A violent death. But this man, limping. Coal dust. I think we're onto something here, John. You know what? I'd like to understand. What? How did our dead man end up inside the camp in the first place? Now? I can use this to stop the infection from spreading. Hallo, sollst du das nehmen? So. So, was brauchte ich noch? Ich weiß es nicht mehr. Oder kann ich. Moment, da hinten leuchtet noch. Ah ne, da kann ich nur mit ihm. Kann ich da rum? Es ist so nass hier. If they find out about the passage, everything will go. May I ask for your assistance? A solid question, sir, but I don't have the answer. Ich kann aber doch irgendwie zuhören. If they find out about the passage, everything will go to hell. So, wichtigtuerischer Beamter. Nach unten ist verwerfen. Im Licht der Öffentlichkeit. Nicht? Flüchtlinge rausbringen. Hysterie. Geringes Gehalt. Geld vielleicht? Alter Spürhund? Nicht. Abriegelung des Lagers. Ja. Was geht im Flüchtlingslager vor sich? Einige Polizisten befürchten, dass das Lager aufgrund der Angelegenheit mit der Leiche vollständig abgeriegelt wird, wodurch sie mit ihren illegalen Aktivitäten kein Geld mehr verdienen würden. Okay. Nobody will know anything if you keep your bloody mouth shut. The coppers smell fishy here, Sherry. Perhaps we should sniff around in the camp a little more thoroughly. Ja, wobei ich den natürlich gerne verbinden würde. Oh, das Wasser können wir, glaube ich, nehmen. Das ist zum Abkochen. I'll use it to create a solution. Sehr schön. I've plated all the ingredients, now to prepare the first aid solution. Jetzt brauche ich nur noch eine Medizin für die Erstversorgung. Ich dachte, jetzt hat er alles. Moment. Tätowierung, Leiche, verletzter Flüchtling. Achso, kann ich eine chemische Analyse machen? Das machen wir doch mal glatt, ja. So, ich habe eine Lösung hergestellt, die Wunde zum Säubern und die Blutung. Um die Wunde zu säubern und die Blutung zu stillen, so rum. Dann wollen wir ihn nochmal. Thank you. This should make you feel better, my friend. Now remain lying down and drink as much water as you can. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. Yay! Ich habe ihn gerettet. Wenigstens einen. Ach so, da war ich schon. Moment. Oh, nein, Carnelian agate beads, ja, a traditional ja. African adornment. Ja, ich weiß, ich weiß. Lass mal eben gucken. Ich kann noch mit dem Typen reden. Also, wir hatten 8, 9. 2, 3, 4. Die 1 fehlt noch. 5, 6, 7. Ne, 5 und 6 hatten wir hier. Also die 1. 7 haben wir da. 1 und die 2, glaube ich. Ne, die hatten wir aber auch schon. Haben wir denn hier noch was? Wäre nur schön, wenn ich auch was sehen würde. Zerbrochenes Glas. Ach so, Moment. Ich muss ja auch wieder. Wie gelangte der Eindringling ins Lager? Haha, ja. Das wissen wir ja eigentlich schon fast. Man, kann ich mit dir nochmal reden? Nee, das ist nur mit dem Polizisten zum Reden, oder? Also, ich probiere jetzt erstmal aus. Could you help me? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Hallo. May I ask you something?
Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking about what and dressed as what? Wie ich mich auch noch verkleide? Och, sag mir jetzt bitte nicht, ich muss mich jetzt schon wieder... Och, nee. Also ich spreche jetzt erst nochmal mit denen. Is this familiar to you? A solid question, sir, but I don't have the answer. Okay, wir probieren es auf jeden Fall mal. Could you help me? A solid question, sir, but I don't have the answer. Oh, I am bored. Call Do you know anything about this? A solid question, sir, but I don't have the answer. Also diese beiden suspekten Typen da hinten in der Ecke, aber ich glaube, die werden mir da auch nicht drauf antworten. Hallo. Can I ask you a question? A solid question, sir, but I don't have the answer. This isn't working. You might need a different tack. Ja, aber wie? Are you able to help me? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Jetzt kann man hier auch nicht laufen. Vielleicht sollte ich mal mit dem Chef sprechen oder so. Ich weiß es nicht. Und ich meine die Nummer 1 oder was fehlt mir noch? Aha. It's unlikely anyone could get in or out of the camp by water without alerting the police guards. Aha, 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 Moment. Dann ist es aber doch wahrscheinlich. Moment, da ist noch eine Leiter. Komme ich denn dahin? Hier rüber? No, it's too short for these walls or cliffs. Okay, dann werde ich noch mal da gucken, wo die Leute waren. Sealed shut. I doubt our man could get through these grates. Haben wir denn sonst noch irgendwas hier? Hier ist alles grau. Vielleicht doch die Variante mit dem Boot, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, vorne am Eingang werde ich wahrscheinlich nichts, keinen Hinweis finden, ne? Könnte über das Wasser gekommen sein, aber zum einen hätten die Polizeiwachen ihn bemerken müssen, zum anderen nirgends in der Lage, ein Boot zu sehen. Im Kletter nichts hätte mitnehmen können. Es wäre sehr mühevoll, dieses Tor zu öffnen. Ja. Gedankenspiele? Können wir irgendwas mit den Gedankenspielen machen? Ah, okay. Der Schurke war auch in Vogels Galerie. Der Tote aus dem Flüchtlingslager war derjenige, der in Werner Vogels Galerie eingebrochen war. Ah. Okay. Jetzt haben wir keine Gedankenspiele mehr. Erinnerung ans Herrenhaus. Warum ist das jetzt rot? Haben wir da wieder was Neues?
Tja, aber wie gelangte der da rein? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Doof ist nur, dass die Folge jetzt schon so lange ist. Deswegen weiß ich nicht genau. Ich kann nur mit dir noch sprechen. You still here? I've already told you all I've learned. I've already told you all I've learned. The guards at the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest, I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads. Ja, der Typ ist ja geil. I'm busy. Don't you have papers to fill? City Hall lubberheads. Jetzt haben wir nur noch das eine, was wir anpinnen können. Was ist das? Er scheint allerdings nicht überrascht darüber zu sein, dass seine Kollegen in so etwas verwickelt sein könnten. Ja. Was soll man jetzt dazu sagen, ne? Wir könnten jetzt nochmal mit dem Typen vorne sprechen. Wir könnten jetzt mit den Leuten selber nochmal sprechen, aber die werden mir ja nichts sagen. Dem haben wir angesprochen. I hope I'm not making a grave mistake in trusting you, Mr. Holmes. Who isn't allowed to visit the crime scene these days? Murder! Beasts! Ja. Okay. Typ hinten bewegt sich, aber das bringt uns natürlich nichts nicht weiter. Muss ich jetzt nochmal mit denen sprechen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Beobachten? Oh, kann ich dir nicht. May I ask you something? A solid question, sir, but I don't have the answer. Ja, ja. Help me, please. A solid question, sir, but I don't have the answer. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Nee, ehrlich gesagt weiß ich überhaupt nicht, was ich tue. Noch dazu kommt, dass ich gerade wahnsinnigen Hunger habe und gleich auch zur Schule muss und ich ehrlich gesagt völlig verzweifelt bin, weil ich hier gerade nicht weiterkomme. Zudem fehlt uns auch irgendwie noch die Nummer 1 von den Dingern. Da hinten ist die 2. Ich weiß nicht, ob ich es so besser sehe, aber... Oder war die 1 hier die Leiche? Ach so, die 1 war die Leiche. Ah, okay. Okay, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Trotzdem müssen wir ja irgendwie herausfinden, wie der hierher gekommen sein könnte. Können wir mit ihm eventuell nochmal sprechen? Er lebt ja noch. Ja, mit ihm dürfen wir anscheinend nicht mehr sprechen. Schade. Ja, der motzt mich wahrscheinlich jetzt wieder nur aus. Back off. Ja. Okay. Ja, ich mache das nur sehr, sehr, sehr ungerne. Aber ich komme im Moment wirklich nicht weiter. Und ehrlich gesagt, wenn ich hungrig bin, kann ich auch nicht besonders gut nachdenken. Wir hätten... Haben wir hier noch was Neues, was drinsteht? Nö. Dass jemand gegen seinen Willen weggezerrt wurde. Ja. Das bringt uns natürlich alles auch nicht so wirklich weiter. Ich weiß auch gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Hinweis anheften, da steht auch keine Hilfe mehr. Was jetzt eigentlich diese Arme da oben bedeuten sollten. Scheint nicht überrascht zu sein, ja.
Wie dem auch sei, ich werde jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen, bevor wir nachher eine Stunde hier rumirren und ja, dann doch irgendwie nicht so wirklich passiert ist. Ich hoffe, dass, wenn ich etwas gegessen habe, ich beim nächsten Mal, wenn ich aufnehme, vielleicht ein bisschen mehr, ja, vielleicht irgendein Detail, was ich übersehen habe, eher erkenne oder auch mal Glück habe. Man darf ja auch mal Glück haben bei solchen Sachen, dass ich hier über irgendwas stolper oder so. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.